Das ist die größte Gefahr der nächsten Jahre. Und ich weiß, wir haben extreme Probleme. Kriege, Spannungen in der Welt, Pandemien, Wirtschaftskrisen und der Klimawandel als Jahrhundertherausforderung. Die aber unmittelbar größte Gefahr, die klopft nicht nur an unsere Tür, sondern sie ist schon bei uns im Haus. Und das besonders Tückische ist, diese Gefahr kommt, wie die größten Gefahren, nicht als Gefahr daher, sondern als Geschenk. Und zwar unreguliert, ungebremst und von unseren Politikern vollkommen ignoriert. Und diese Gefahr heißt künstliche Intelligenz. Ich habe mir die letzten Wochen die Nächte um die Ohren geschlagen, um nur einige der neuen Programme zu verstehen. ChatGPT ist ein extrem nützliches Programm. Es ist aber auch ein Meister der Täuschung und erfindet Fakten und dazu ganze Studien. Mit Midjourney und anderen Programmen, die ich auch schon anwende, lassen sich Bilder erstellen, die täuschend echt aussehen und jetzt gerade schon in der ganzen Welt für Verwirrung sorgen. Und was mit Deepfakes möglich ist, synthetisierten Stimmen und gescannten Gesichtern und was das für die Politik und Manipulation bedeutet, das brauche ich hoffentlich niemandem mehr zu erzählen. Auf uns wird jetzt in nächster Zeit eine Propaganda zukommen, die wir noch nie so erlebt haben. Und jetzt kommt es, denn das alles ist doch nur das, wo wir User überhaupt schon Zugang haben. Wozu KI schon alles fähig ist und ob wir gerade jetzt in diesem Moment an unserer eigenen Abschaffung forschen oder ob die KI selbst schon daran forscht, wissen wir überhaupt nicht. Und das Problem ist, anders als bei Flugzeugen, Computern oder der Nutzbarmachung auch des Atoms, ein danach, nach einem Fehler, wird es vielleicht nicht mehr geben. Und ich kann nur appellieren an euch, aber vor allen Dingen auch die Entscheider. Schauen wir besser mal hin.